Was passiert, wenn ich jetzt unten anfange wegzuhauen? Ohne Witz, das ist interessant, mach mal. Ich bin da schon fast unten, alles gut. Also, wenn es wie in der Geschichte ist, muss sie ja dann wegfallen. Nee. Nix ist. Ja, D. So. Jetzt müssen wir eigentlich mit dieser... Klappt da irgendwas? Also es lässt sich immer noch sehr langsam abbauen. Hm. Ich versuch's einfach trotzdem mal. Eigentlich? Oder haben wir das Item, was man braucht, nicht gekriegt? Ich geh nochmal nach oben. Ich hab da aber nichts mehr gesehen sonst. Ich hab auch sonst nichts gekriegt. In diesem Steakhouse gab es nur Alsterwasser als früher so, ne? Was? Du hast gesagt, du willst da unbedingt hin. Ich muss da nicht hin. Ich muss nur einkaufen, damit ich was hab. Ach stimmt, du kriegst ja morgen keinen Food Service. Nee. Vielleicht gehe ich aus, aber wahrscheinlich nicht. Shit. Was passiert? Maus bewegt. Bin von dem Ding runter und kann wieder neu über. Das soll beim Zocken teilweise passieren, dass man die Maus bewegt. Ach du, sehr schnell. Bin hier aber 19, 20. Ach. Ich geh mal gucken, ob es denn noch so eine fliegende Insel gibt. Ja, irgendwie sollte es da eigentlich ein anderes Item geben. Ist jetzt ärgerlich, dafür habe ich jetzt den größten. 45%. Gott, das kann doch nicht in der Sache sein. Oder baue ich die jetzt alle ab? Der komplette Wald ist gleich. Das wär's noch. Ja, so lange wie es dauert. Das sagt der Server bestimmt auch Arrivederci. Auf jeden Fall mein Client dann wieder. Ich verstehe. Den Mega-Rechner und dann kackt der scheiß Java. Ja, und Java ist halt ein Arschloch. Java. So, hier ist eine andere Insel. Da hau ich mir mal kurz aufs Maul. Da sehe ich dich jetzt. Java ist auch eine Insel. Ja. Das 94, ist doof. Dein 96. Dein Monsterklon hat eine Rüstung an. Oder bin ich das? Das bin ich mit deiner Rüstung. Es ist wieder grün draus geworden. Wow. Wow. Das bin ich mit einer Eisenrüstung. Und groß. Dafür aber nur ein Steinschwert. Und meine KI ist auch nicht gerade die hellste. Jetzt sag nichts. Okay. Und ich habe ein riesiges Schwert gekriegt jetzt. Aha. Da noch mehr oder komm mal hoch? Ich bin auf einer anderen Insel. Da bin ich hochgeflogen, weil ich jetzt mir nicht das Ärgernis einer weiteren Bohnenranke machen wollte. Ra, ra. Ja? Skyrim? Ja. Mit dem Riesenschwert geht's irgendwie auch nicht. Müssen wir wahrscheinlich eine riesen Axt finden. Wahrscheinlich. Ich jetzt einfach mal. Ich bin wieder auf der Insel. Ich würde ja auch die ich würde was von dem magischen Boden abgeben, wenn es nicht ein Einzel-Item wäre. Die funktionieren quasi immer und immer wieder, aber du kannst. Es ist halt nur eins. Verstanden. Ja. Ach man. Jetzt ist hier das halbe Haus abgebaut. Komm schon gar mal runter. Bumm. Dass man die Blöcke auch nicht wieder platzieren kann, ne? Lauschige Wolke. Schwert schneller abbauen. Ne. So, hier ist noch eine Insel. Oder ist das die, auf der du bist? Ne, dann wird der Chunk ja geladen.
schau gerade, ob ich hier auch noch eine andere Insel sehe, zu der ich mich drüber bauen kann. Wolke. Hier ist der Chunk eindeutig zu Ende. Die Wolke ist ja auch sehr beschnitten. Also hier habe ich wieder einen mit Rüstung, einen ohne. Ja, mach doch mal die ganze Action. Entschuldigung. Kann ich... Oh Gott. Diese Wolken machen mich völlig fertig. Wieso? Der Pönax. Ach so. Wenn es weiter nichts ist. Da ist noch eine Ranke, kann das? Nee, ich finde das Item nicht. Willst du so einen Baum kaputt machen? Dauert auch wieder 3 Jahre. Ich hätte gerne so eine Gans gekriegt, die goldene Eier legt. Baust du dich jetzt zur nächsten Wolke hoch, oder was machst du? Nee, ich habe keine Sichtweite. Ich bin jetzt ja einmal rund gelaufen, aber ich... Echt, du bist rund gelaufen? Ich bin halt hier bei den Türmchen in der Nähe. Also eigentlich sollten wirklich da irgendwelche Items drauf sein. Nicht, dass das genauso eine Fehlgenerierung ist wie mit den Schlüsseln da. Mit dem einen Turm. Ja, das wäre schon blöd, ne? So, ich gehe mal hier auf den Boden der Tatsachen zurück. Oh Gott, das wird knapp. Gehst du links rum oder rechts rum? Ich bin immer noch auf der ersten Insel quasi und ich hab da mal was gemacht. Was denn? Einfach nur mal... Oh nein! Ja. Hier ist gerade ein Kaninchen in die Dornen gelaufen und gestorben. Was wolltest du denn machen auf der Insel? Das Schöne ist jetzt wieder meine Grabsteine finden. Oh Gott. Na, diesmal ist es ja nicht in der Höhle passiert. Ja, aber über den Dornen. Okay. Ich fühle mit dir, wie du merkst. Ja, wenn du mich zu deporten könntest, wäre das... Also du bist schon im Forest, ja? Ja, ich bin hier wieder gespawnt, wie immer. Wo sind wir? Ich weiß jetzt nicht, ob wir in der richtigen Ecke sind. Gut. Also hier in meine Richtung ist auf jeden Fall zurück, wenn hier irgendwo zurück ist. Ich glaube, da muss man lang. Hast du schon ein Licht? Nee. Achso, da sind diese Türme, okay. Ach du liebes bisschen. Was denn? Ja, das wird jetzt eine schöne Suche, ne? Vor allem auch wieder beide Grabsteine finden. Oh Gott. Tja, ich muss das mal eben hier im Internet nochmal nachschauen. Wir kriegen hier nichts alleine hin. Okay, jetzt die große Rehversammlung. Na, was denn? Java frisst immer so viel Speicher, dass Chrome ewig braucht. Wusch. Twilight Forest Highlands. Ach Gott. Also ich gucke nicht in Discord, aber ich merke, dass ich zugespammt werde von meinem Brüderchen. Irgendwelche Fotos.
Hä? Headbanger, Mushroom, Karo. Dein Ernst jetzt? Es gibt unter der Erde ein noch gigantisches Obsidian und dafür brauchen wir die Pickaxe. Das müssen wir jetzt wieder unter die Erde mit der Hacke. Ja. Ja, ich habe dann schon mal ein Loch gefunden hier. Hast du auch deinen Grabstein schon wieder gefunden? Nee, aber ich bin in das Loch gefallen. Ich gehe da mal zu der Insel und tippe dich nochmal, ja? Mhm. Oh, Mädchen, heute ist echt nicht dein Tag, ne? Oh, hier sowas würde ich doch noch haben. Warum riecht es hier plötzlich nach Essen? Hast du Fenster auf? Nein. Hast du Tür auf? Tür, ja. Wir sind hier drei in dieser Wohngemeinschaft. Aber der ist nicht hier lang gelatscht. Sicher. Na gut, der hat auch nichts mehr zu essen, hat er gesagt. Ja. Hä, wo ist denn jetzt diese vermaledeite Insel? Ah, hier. Soll ich raufgehen? Ja, dann habe ich den besten Überblick. Ah, eigentlich nicht, weil die Chunks nicht geladen sind. Ach, da ist ein Riese runtergefallen, der steht auf den Dornen. Deswegen waren auf der einen Insel nur zwei. Hi. Tja. Bin ich echt mal gespannt. Oh Gott, bei mir laden die Chunks hier nicht. Ich sehe ganz viel Gedöns unter der Erde. Hast du mal Zeugs? Ah, Zeugs. Was ist darüber? Ich kann nämlich gerade nicht springen. Hä? Wieso kannst du nicht springen? Weil mein Hunger schon wieder auf Null ist. Nicht das Wasser weg, Mann. Nein. Hab ich doch gar nicht. Das ist gefroren. Ja. Bau mich eine Brücke, danke. Ah. Noch ist Wasser da. Okay, da ist Grabstein Nummer 1. Welchen hast du? Ich. Immer dieser Rotz. Ich glaube, wir machen mal ein kurzes Päuschen und du holst dein Zeug wieder und dann gehen wir nochmal unter die Erde, ja? Mhm. Gut, da haben wir es wieder geschafft. Nena hat ihr Zeug wieder und wir haben schon so einen Höhleneingang gesucht. Out. Hi. So, Lene ist... Ja, voll das Fauchen. Ich habe auch so ein Fauchen gehört gerade. Oder ein schweres Atmen. Es könnte wieder so eine Schattenlohe sein, nenne ich sie jetzt mal. Ja. Klingt so. Echt jetzt? Wo habe ich denn jetzt... Okay, ein paar Sachen fehlen irgendwie trotzdem noch, aber egal. Was denn zum Beispiel? Zum Beispiel die Fackeln, die ich hatte, sind alle Fuji. Und... weiß nicht. Kommst du mit runter? Da war doch... ging noch gar nicht weiter. Ich habe einfach mal Wände kaputt gekloppt. Ach schon. Geht auch nicht weiter. Glaubt nicht, dass das zielführend ist. Nicht? Wir haben Ammonit bekommen. Du könntest recht haben. So viel zum Thema, wir haben einen guten Höhleneingang gefunden, ne? Nimm mal in die Hand. Moment.
Ach du, mal mit deinem Experiment 27 da, oder was das war? Ja, da kannst du Knochenmehl draus machen oder ihn behalten. Behalten. Autsch. Ich glaube, auch dies hier ist nicht die beste Wahl. Hier sind wieder Trollbären. Hier ist auch das schnaufende etwas. Au. Das sind ein paar. Wir müssen ja auch mal einen Bogen machen oder so, ne? Au. Ich sehe schon, wo wir lang gehen. Hier lang. Da ist noch so eine Lohe. So, wo gehen wir lang? Geht's hier runter? Ja. Hier sind noch mehr von denen. Aber es gibt auch genug Trollbären, das ist schon mal gut. Hier im Sprung habe ich ihn erwischt. Hast du das gesehen? Ja, toll. Mad Skills, Alter, mit Z. Ja. Xylit. Was für Lied? Xylit. Xylit? Ist doch Zucker. Süßstoff. Xylit. Aber ich höre noch Viecher. Hier hast du deine Soundmod drin. Achso, du meinst den Soundlocator? Ja. Bau uns mal dahin. Hier leuchtet alles. Vor allem ganz tief. Also, hier sind wir, glaube ich, nicht an der schlechtesten Stelle. Da unten ist was. Ja, ganz komische Geräusche auch. Wo bist denn du jetzt hin? Wieder in den großen Raum. Hä? Einfach Fackeln. Zurück oder was? Fackeln zurück, ja. So, ich dachte, wir graben uns hier unten weiter. Na, ich habe immer Angst vor Lava. Ah, ja, dann stell dich nicht mitten rein, sondern grab und dann geh ersten Schritt. Also hier sieht gut aus. Ich komme nicht an die Tor. Existiert die überhaupt oder ist es? Ja, die existiert. Die existiert. Hier sind ganz viele Bärchen. Genau deswegen meinte ich, hier sieht gut aus. Ach, hier ist auch schon wieder Oberfläche. Vorsicht. Das ist Kacke. Das da unten meine ich. Toll. Ne? Ja, wenn wir nicht gleich hier einen vernünftigen Weg finden. Hier geht's ja wieder rauf. Oh, hier geht's auch lang. Dunkel. Dunkel. Na gut, das letzte Obsidian-Gerät haben wir auch in nicht so einer Tiefe gefunden, ne? Ja. Ach, ich wollte ja noch was geben. Ja. Ich hab's, glaube ich, nicht. Ich hab's auch nicht. Komm, hat sich versteckt. Komm mal zurück. Ich bin gerade hier Sachen im Rucksack im Packen. Das sieht so scheiße aus. Das ist genauso wie damals bei Dungeon Siege dem Zwerg die Sense vom Endboss geben. Also hier geht's senkrecht runter. Und hier unten ist... Nix. Ja, ich glaube doch, runterbauen ist nicht so die... Obwohl, hier ist noch ein Gang. Nee, ist kein Gang.
Ich höre wieder ganz leise was. Ein Hühnchen höre ich. Ja, eine Höhle, wow. Hier geht noch ein vernünftiger Weg lang. Hier waren wir noch nicht. Und wenn da am Ende nichts ist, dann baue ich mich runter. Ah, hier. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus hier. Probierst du dein neues Schwert aus? Nö, das hat nicht mehr so viel Energie. Das, was ich dir gerade gegeben hat? Ja, das ist schon ziemlich weit runter. Okay. Oh, hier geht's raus. Oh nö, ne? Dann haben wir hier noch einen Weg. Oh, ich dachte, die Trollbeeren kann man essen. Kann man gar nicht. Nö, die sind nur fürs Auge. Runter da, da geht's weiter. Ich wollte nur gucken, wo du bist, aber du standst wieder in meinem toten Winkel. Sieht gut aus. Wie viele Fackeln hast du noch? Gar keine. Okay. Ja, hier sind überall Sounds. Machen wir mal gerade ein paar Fackeln. Ey, geh ich nur Schleim. Schleim? Okay. Miep. Ja, wir sind gar keine Trollbären mehr. Was hat denn der Atlas? Was ist das denn für ein Problem? Ich versuche hier gerade wieder Herr der Dinge zu werden. Moment. Inventar ist völlig verknusselt von eben. So. Bist du runtergesprungen? Ja. Also hier ist nochmal eine Trollbeere. Eine zumindest. Zwei. Wo hier? Ja, so ein bisschen. Habe ich auch schon lange nicht mehr gehabt, so eine Höhle. Wo du so knietief im Wasser hängst. Hat aber irgendwie was. Jo, ein Ende. Alles hat Ende, nur die Wasser 2. Jawohl, mein Schatz, es ist vorbei. Und da ist er wieder weg. Du bist weg? Ich denke schon. Ja. Jupp, jupp, jupp. Oh, tschüss. Okay. Dann hören wir mal eher auf mit der Aufnahme, würde ich sagen. Eher, dass du dich jetzt nochmal rumärgerst. Beziehungsweise ich versuche nochmal irgendwie in Ruhe. Hier ist auch nix. Ja, ich glaube, zwischen den Aufnahmen gucke ich dann mal, dass ich den Ort finde, wo das sein soll. Und dann können wir dann eigentlich nächstes Mal den Twilight Forest doch abschließen. Also ich suche dann dieses Obsidian-Gefängnis, was ich da finden muss, und dann machen wir das zusammen auf, Lene, du und ich und alle, die zuschauen. Die zigtausend Leute, die sich jedes Mal wieder freuen, wenn ich Videos rausbringe. Ja, die 3 Millionen. Jo, boah, ey. Täglich, jedes Video.
Aber jedes Video wird von anderen 3 Millionen Leuten geschaut. Verrückt, ne? Ja, hier ist wieder alles voll mit Leuten. Miep, 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 aua, aua. Aua. Na, oh, jetzt regnet's. Ich will hier, wo ist denn hier mal so ein trockenes Plätzchen, wo ich mich hinsetzen kann? Plätzchen. Gut, ich stehe hier unterm Baum. Ja, Lene ist ja schon raus, gezwungenermaßen. Liebe Leute, ich bedanke mich dafür, dass ihr uns wieder zugeschaut habt. Hoffe, ihr habt Spaß dabei, uns zu sehen und würde mich freuen, wenn wir uns dann auch in einem anderen Video wiedersehen würden. Jo, ich bin etwas geknickt, dass wir so ewig rumgelaufen sind in den Höhlen. Wie soll man da auch drauf kommen, oder Lene? Also man geht in die Höhle, holt was, mit dem man dann oben auf diese Wolken kommt, um dann wieder in die Höhle zurück zu müssen. Ja, ist schon hin und her. Ja, das finde ich ein bisschen doof. Na egal. Ich finde den Wald aber an und für sich ganz cool. Immer noch. Und ich werde ihn abbauen. Gut, ich laber wieder. Also Leute, danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein. Hoffe, wir sehen uns wieder. Und ich sage, bis dahin. Ciao. Ciao.